Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Regnum. Wir werden heute ein paar Reisquests machen, aber nur mit guter Erfahrung. Tötet 100, das ist zu viel. 5 Opal, 2500 ist zu wenig, 1900 ist auch zu wenig. Alter Zombie kenne ich nicht. Ja, genau, ich eliminiere ein paar Spieler. Wilderbär ist der. Nein, das ist keine. Das sind immer so viel. Am besten die Briefquests, aber mit einer guten Erfahrung. Genau die mit 200 Erfahrung. Hey, oh. Wir haben ja anders nichts zu tun. Wir wollen ja gar nicht hochleveln. 126 Erfahrung, genau. So, die 6000 nehme ich an. Und jetzt müssen wir wohin? Hier nach unten. Okay. Wie viel brauche ich denn noch? Okay, wir haben ein Level up dann. Ja, reicht. Super. Da können wir schon mal Quests machen. Ja, ich bin wahrscheinlich schon wieder alleine. Ihr dürft gerne mitmachen. Ich schätze die Hilfe auch sehr. Also wenn ihr mal Bock habt, mit mir Let's Play aufzunehmen, also ihr müsst ja nicht aufnehmen, ihr müsst nur dabei sein, ihr dürft natürlich auch mit mir chatten dann, müsst es aber nicht. Und ja, da dürft ihr gerne mitmachen. Je mehr Unterstützer ich habe, desto besser kann die Let's Plays zu werden, desto mehr chatte ich natürlich. Wo ist das genau? In der Stadt. Okay. Und das ist ein Multiplayer-Spiel, also wieso nicht mitmachen? Und es ist eines der offensten Spiele, die ich kenne, wo nicht die ganze Zeit gekämpft werden muss. Kann auch etwas anderes gemacht werden. Spaß haben. So, irgendwo hier hinten ist die Questgeberin. Brief irgendwo hinschicken muss. Oder er. Und wohin muss ich denn gehen? Aha, außerhalb des Waldes. Okay, wenn es sonst nicht ist. Aber ich darf ja nicht sterben. Ich will nicht sterben. Übrigens nicht so weit, also da gibt die Quest eine gute Erfahrung. Ich glaube, ich mache mehr dieser Quests jetzt. Irgendwie habe ich Bock, einfach ein bisschen zu erzählen, nicht viel zu tun, dann kann ich mich auch besser konzentrieren, weil meine Konzentration ist schon ein bisschen down momentan, wegen der Krankheit, wegen der Grippe. Ja. Da kommt der Bandito. Ja, mal schauen. Bald bekomme ich den Freeze-Zauber. Können wir auch ein bisschen besser kämpfen.
Und natürlich die Magie-Sachen, die Magie-Game, Mana-Game, vor allem. Speedy. Irgendwie bleibt der Charakter manchmal stecken. Komischerweise. So kurz stoppt und dann muss ich immer die W-Taste nochmal drücken, damit er weitergeht. Schöne Gegend hier, schön viele Bäume. Schön dichter Wald. Ja, gefällt mir. Es sind überall hochlevelige Gegner, die man am besten nicht angreift. Sonst ist man BOOM tot. Zum guten Glück hat Alisius die Oberhand in der Nacht. Also in der am Abend vor allem. Da können wir schön ein wenig sicher sein. Oh, da ist ein Spiel. Ja. Lieber abhauen. So. Wieder abhauen. Jetzt habe ich die Quest gelöst. Super. Ja, die Sirzen sind natürlich überall. Da muss man aufpassen. Und die unterstütze ich, ja. So, wollte sie ja nicht unterstützen, aber lassen wir es. Weil ich sowieso wahrscheinlich gar kein Damage mache. Habe ich es dann gelassen. Ja. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ja, Kollegen haben eben gesagt, dass der Magier später sehr gut wird. Der Hexer. Ich hoffe es. Also so wie ich gesehen habe im letzten Let's Play, also im vorigen Staffel 1, hatten die Magier mich am meisten gekillt, weil sie einfach die ganze Zeit stunnen und wirklich, ja, mir gar nicht ermöglichen, in den Nahkampf zu gehen zum Magier. Mal schauen. Hoffentlich sind wir dann gut genug, wenn wir dann Level 40 sind oder so. Um wenigstens ein paar zu töten. Weil sonst macht es mir keinen Spaß und euch macht es wahrscheinlich danach nicht so Spaß, wenn wir die ganze Zeit sterben. Wir hätten einfach gut genug gefarmen. Ja. Schneebedeckte Felsen, aha. Der Tarnex. Tarex. Eistempelorden. So, machen wir die nächste Quest. Bessere. Nee.
Also wo? Ja, ganz da draußen kann man da irgendwie drüber. Wir gehen unten durch. Hier sind überall Spinnen. So. Wie viel brauchen wir? Ja. 10.000. 11.000 ungefähr. Fast. Ja, 11.000. Fast 12.000, ja. Ja, hoffentlich lohnt sich dann die Quests auch mehr später. Und man kommt ka- also ja, es wird eher schlechter sozusagen. Lassen wir ein paar Quests ruhen, bis wir im höchsten Höhe-Level sind und dann könnten wir die machen dann. Oder wenn wir dann gerade in der Stadt sind, könnten wir die Quest jetzt dann machen. Gehen wir in die falsche Richtung. Oh, schöner Nachthimmel. So gefällt es mir. Die Gegend ist jetzt nicht so schön, aber der Nachthimmel. Das ist der Geist-Ding, der Altar für die Geister. Der Schnee schon. Da müssen wir außen durch. Sollte sie irgendwo sein. Gokstadt ist das. Gokstadt. So. Wo haben wir? Ah, das ist so ein. Ah, diese Stadt. Dieses Dorf kenne ich. Das ist ein Trailer, glaube ich, oder so. So, du. Müssen wir wohin? Ganz nach Norden.